So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Galacticraft. Ja, wir waren, glaube ich, dabei, den Boden zu machen. Ja, hier den Keller. Den Maschinenraum. Ich habe es nämlich geschafft. Ja, ich habe not enough items. Nämlich too many items war das Falsche. Dann können wir doch hier sehen, was wir als erstes craften werden. Nämlich den Kohlegenerator, der aus Kupferbarren, Eisenofen und einem Aluminiumkabel besteht. Und das Aluminiumkabel besteht aus Wolle, Aluminiumbarren. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, wir gehen jetzt mal. Ach, wir brauchen natürlich, wir müssen jetzt Schafe. Wir müssen das jetzt unbedingt machen. Wir müssen jetzt einen Stall für die Schafe machen. Kommt ihr denn am besten hin? Gehen wir mal hier durch. Ich sehe auf jeden Fall schon mal. Ah nein, wir brauchen Weizen dafür. Also bauen wir erstmal den Maschinenraum. Das ist dann das Wichtigste. Das müssen wir eigentlich auch als Wichtigstes tun. So. Dann fangen wir doch mal an. Ja, das wird jetzt ein Raum mit Anschlüssen von oben von Solarenergie. Hier müssen wir auch Kabelschächte bauen. Und hier werden dann die ganzen Maschinen angestellt. So, dann stellen wir hier mal direkt zwei Werkbänke hin. So. Gut, hier ist der Eingang, dann mache ich mir jetzt mal schnell noch Stöcke. Also wir werden in dieser Folge eigentlich schon den Maschinenraum fertig kriegen. Das versichere ich euch. Ich glaube, die machen wir aus. Auch. Auch. Ja, muss mal schauen, wie wir das am besten machen. Wie wir den auskleiden werden. Das ist ja alles hier noch Baustelle. Gut. So. Ja, machen wir den aus den Materialien. So, hier kommen dann die ganzen Maschinen hin. Hier kommt dann die Tür hin. Jetzt hier an die Wand. Gut. Derzeit. Jetzt müssen wir auch noch. Das ist immer so ärgerlich. Und unsere Hacke aus Stein. Nein, wir können die eigentlich. Ja, doch, wir bauen hier an.
brauchen wir noch für unseren Boden. So. Bauen wir hier schon mal an. Jetzt brauchen wir noch Samen. Hier haben wir schon mal einen. Hier ist Rosen, das ist richtig gut. Wir brauchen noch viele Farbstoffe. Vor allem Rot brauchen wir. Mal schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. Wir haben jetzt 3 Samen. Kann ich schon mal anbauen. Geht's schneller. Wir brauchen unbedingt mehr. Ich habe mal gehört, dass es mit dieser Hacke hier viel schneller geht. Dass man mehr Samen rauskriegt. Ich weiß aber nicht, ob das wahr ist. Ich glaube, ja, da kriegt man gar keine mehr raus. Ja, das ist ein Schaf. Warum mindestens 2? Ich glaube, eher ohne kriege ich mehr raus. Wir brauchen sehr viel Weizen. Wie wichtig einfach nur Gras ist. Ohne Gras könnte man eigentlich nicht überleben. Das ginge nicht. Alter, ohne Hacke kriegen wir so viel raus. Du weißt wohl eher. Das Gegenteil, habe ich als falsch verstanden. Na, die gelben Blumen sind weiter weg, dann nehme ich die jetzt auch mal mit. Wir brauchen nämlich auch, glaube ich, gelbe Farbstoffe. Wir können alternativ gelb nehmen. Sauerstoff, kann ich mal nachgucken. Sauer. Hier, die können wir machen, die und die. Die bestehen aus grüner Wolle, die aus orangener. So. Und deswegen brauchen wir rote Wolle, weil wir, um die Sauerstofftanks zu machen, brauchen wir rote Wolle. Deswegen sind die Dinger da ziemlich wichtig. Also die Rosen, die da stehen. Na, jetzt würde ich nur gerne wissen, wo sie zu Hause ist. Scheiße. Unser Zuhause ist weggelaufen. Hier sind nochmal Rosen. Ist das hier eigentlich eine Insel oder ist es eher Festland? Weiß ich gerade nicht. Ah, das brauchen wir auch noch. Zuckerrohr brauchen wir auf jeden Fall. Nicht nur für Galacticcraft, aber für natürlich Zaubertische. Ah, ist das eine Wüste? Ah, ne, das ist ein Strand.
Das ist mir jetzt zu blöd. Ich muss mir kurz mal das Licht anmachen. Dann gehen wir jetzt einfach so nach Hause. Ich suche ja, aber ich finde halt nie was. Wir haben halt keinen Kompass gemacht. Ah, schon ist es aus. Und die sind fertig, ach. Wenn ich das hier erstmal da rein tun und hier den Rest Samen anbauen. Nein! Ich wollte die gar nicht. Ach. Toll. So. Machen wir erst zuerst mal das hier. Dann werden wir jetzt mal es ist gut, dass wir Kupfer gebrannt haben, aber wir brauchen jetzt gleich Kupfer. Dann schmelzen wir jetzt noch mal Pflasterstein. So. Solange der brät, können wir auch eigentlich nicht viel machen. Wir können ja schon mal ein bisschen craften. Wir können zum Beispiel schon mal den Kohlegenerator bauen. Der. Drei Kupfer. Ne, wir brauchen erstmal Wolle. Und keine Wolle. Das heißt, wir können jetzt erstmal. Ah, wir haben noch ein bisschen. Das heißt, wir kriegen 64 raus. Das müsste für den Anfang reichen. Wir müssen eigentlich nur. Wir müssen gar nicht viel machen. Aber wir müssen noch die Zwischenräume und so alles. Ach, das wird schwer. Wir müssen nämlich die Leitungen der Maschinen noch machen. Die Maschinen werden nicht einfach so im Raum stehen. Die werden in den Wänden sein. Und dass es nicht so eine mini kleine Besenkammer ist, von der Größe her. Ich habe einen größeren Raum gemacht. Das sieht immer auch bedeutender aus. So. Ach, hier ist.
Und jetzt fängt es an zu regnen. Wir haben kein Dach. Das ist uns aber leider scheißegal. Kriegt weniger FPS, wenn es regnet. Und schon haben wir mehr. Oh, Kohle geht zu Ende. So, ist eigentlich hier die So. Nein. Das stimmt nicht. Dann machen wir hier eine Kobbeldecke hin, oder? Ja, Kobbeldecke. Daran habe ich nicht gedacht. So, das kommt jetzt mal hier hin, dann müsste genau, dann kommen hier, dann wird das später alles nochmal aufgerissen, das muss später gemacht werden. Jetzt, das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind das Weizen und, ach, wir können schon mal den Stall bauen. So. Wo tun wir den mal hin? Am besten da, wo Platz ist. Müssten eigentlich mal hier so eine kleine Brücke rüberbauen.